Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde. Ja, das ist mein fünfter Versuch gerade übrigens, dieses Let's Play hier zu machen. Zum Grundlegenden. Ich habe vor einem Jahr ein Let's Play hochgeladen, da ging es um Minecraft. Mit Minecraft höre ich jetzt auf, weil... Nee, ist doof, machen zu viele. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt mal ein Rollercoaster Tycoon 3 Let's Play. Ist zwar auch schon etwas älter, genauso wie mein Laptop. Ich hoffe, der packt das, zusammen mit Fraps. Hab ein neues Mikrofon, das ist zu sensibel, so ist das Wort, eingestellt. Und das heißt, man hört einiges, wenn ich hier am Tippen und ja, ihr wisst, was ich meine. Und wir fangen einfach mal an. Und zwar, es gibt hier einmal den Tutorial-Modus, Karriere-Modus, Sandkasten-Modus und eigenes Szenario. Ich würde sagen, wir fangen einfach ganz einfach mal richtig gechillt mit dem Sandkasten-Modus an. Ich habe einfach Bock, ein bisschen zu bauen. So, ich hoffe, dass mein Rechner nicht wieder abschmiert, wenn ich jetzt gleich auf Spiel starten drücke, weil das ist mir schon dreimal passiert. Mal schauen, was passiert. Also, Daumen drücken. Schon mal anfangen. Meine Framerate geht in den Keller. Ihr könnt es zwar gerade nicht sehen, aber ich bin total am Schwitzen. Ja, toller Ladescreen auf jeden Fall. Ein Glück kommt er nur einmal, und zwar am Anfang, wenn man spielt, und ich glaube am Ende kam auch noch einer, ich weiß nicht, ich habe das schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Park wird initialisiert, sieht schon mal ganz gut aus. Na komm. Jawohl, da sind wir zu Hause. Eine schöne, große, grüne Wiese, an der wir uns jetzt austoben können. Hier ist der Parkinspektor. Da kann man seine Gedanken sehen. So, mit was fangen wir denn einfach mal an? Da kommen schon die ersten Besucher. Eigentlich ganz lustig, hier ist noch nichts. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal an, ein bisschen Szeneriegestaltung. So, was machen wir denn? Wir machen einfach jetzt ganz am Anfang... so einen ganz normalen Park. Stinknormalen Park. Und wenn dieses Let's Play wirklich gut werden sollte und mehrere Leute das gucken sollten, dann fände ich es eigentlich auch ganz cool, wenn ihr mir dann in die Kommentare Vorschläge schreibt, wie ich den Park gestalten soll. Und wir dann zusammen sozusagen unseren eigenen Vergnügungspark basteln. So, hier mal ein paar Abzweigungen gemacht, damit man da nachher ein paar Sachen hinpflanzen kann, wie zum Beispiel Getränkebuden, Toiletten oder so. Da bin ich wieder. Mir ist gerade eben der Laptop abgekratzt. Ich mache einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar mit dem Bau der Zäune. Zum Glück nichts passiert, das ist noch alles da. So. Ich finde, das müsste sogar für den Anfang reichen, und ab hier machen wir dann so ein paar Themen hin. Also sprich Themenparks wie Jurassic oder sonst was. Ich mache es eigentlich ganz gerne. Hier habe ich dann meistens so, also damals hatte ich dann hier so eine Wasserwelt gehabt. Hier oben. Oben rechts in der Ecke war dann so ein prähistorischer Park mit Dinosauriern, interaktiven Achterbahnen und so. Da habe ich dann wirklich tagelang dran gesessen und gefeilt an diesen Achterbahnen, damit das auch wirklich ja alles wird. Und auch hier dieses Mixmaster, dieses Feuerwerk, was man machen kann. Da habe ich auch teilweise tagelang dran gesessen und habe 10-minütige Shows zusammengestellt. War auch ganz cool, muss man dazu sagen. Und Tierparks können wir machen. Also ich habe das komplette Expansion-Set gekauft. Auf dieser
ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen, das ist da in so Einkaufsmärkten, gibt es dann so eine Pyramide, nenne ich es mal. Und bei diesen Pyramiden kriegt man relativ günstig Spiele. Ich weiß nicht mehr, was es mich gekostet hat. 12 Euro oder 15 Euro oder sogar 10 Euro. Ich weiß nicht, so um den Dreh. Und ja, da kann man das halt kaufen. So, wie gesagt, wir fangen mit einem Standardpark an. Das heißt, alles weg. Und wir fangen mit normalen Imbissläden an. Machen wir doch einfach mal das, was eigentlich jeder gern isst. Und zwar machen wir mal da einen Burger hin. Eine Burgerbude. Getränke. Einmal da. So, die muss man natürlich auch öffnen und dann einen Weg dahin bauen. Das machen wir gleich. Denn hier unten bauen wir... Den kann man nicht da reinbauen. Wo setzen wir den denn hin? Den setzen wir auch da hoch. Und noch die Information. So, das wäre schon mal erledigt. Das sind eigentlich so die grundlegenden Dinge, mit denen ich anfangen würde, wenn ich mir jetzt einen Park bauen würde. So, die müssen wir nochmal wegsetzen. Die sind da ein bisschen fehl am Platz. So, Information offen. Hoppala, das war jetzt nicht beabsichtigt. Zäune. Da ist er, der Schnellzaun. So. Das machen wir auch noch zu. Ein bisschen umranden. Wie krieg ich das? Ach, da. So. Da, 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 da. So, für den Anfang. Naja. Machen wir weiter. Und zwar. Die müssen auch weg, damit wir da unseren Weg lang bauen können. Na komm. So. 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 Zack. Nein. Zack. Und zack. So, unser Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Warum kann ich da keinen Weg bauen? Irgendwas ist da im Weg. Da. Ja, die Besucher haben Schwierigkeiten. Das ist ja auch klar, wenn da noch kein Weg gebaut ist. Aber über den Rasen laufen tun sie nicht. Also es sind schon sehr soziale Leute, muss man sagen. So, machen wir weiter. Ich hätte Lust auf hier so ein, eher so ein kleinen, ich weiß nicht, so ein Pool da hingesetzt. Hey, ihr lauft auf meinem Rasen! Diese Assis, jetzt machen sie es. So, Weg. Weg. Weg, Weg, Weg. Das wird nichts. Das ist zu klein. Was machen wir denn da? Eine Treppe. Das ist ja auch doof. Dann können die ja überhaupt nicht da runter. Nee. Nee, 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 nee. Jawohl, die freuen sich. So. Was machen wir denn am besten? Ich hätte gern was, wo besonders großes Korallen drauf. Ne, ich glaube, das kommt nicht so gut. Ein Delfinbrunnen, wie groß ist denn der? Der ist ja gar nicht so groß. Den können wir aber nicht mittig setzen. Egal, den machen wir dahin. Wege. Einmal da, zack, 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 zack. Jawohl. Das ist doch schon viel cooler. Das gefällt mir doch schon ganz gut. So, jetzt machen wir da die zwei Zäune weg. Und ich glaube nämlich, da setzen wir
Wo ist denn nochmal das Grünzeug? Ah. Ja, wir haben ja noch Eingangstore. Was nehmen wir denn da? Nee, das ist zu weit. Die sind alle aus Soap, aus dieser Erweiterung. Okay, dann nehmen wir einfach einen Metalleingang. Können wir den noch da hinsetzen? Ja, können wir. Ja, warum nicht? Lassen wir da stehen. Bäume. Ich brauche Bäume. Finde ich die hier überhaupt? Bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Kugelfisch, was will ich denn mit einem Kugelfisch? Ah, genau. Ja, genau. Noch ein paar Holzbänke. Eine da. Eine da. Eine da. Eine da. Eine da. Und eine da. Müsste reichen. Da könnte ich auch noch welche hinsetzen, aber das ist mir zu gequetscht. So, was haben wir denn noch? Ein Mülleimer. Kann man immer mal gebrauchen, ne? Dann setzen wir da hin. Da hin. Dann nehmen wir einfach hier eine Lampe. Die können wir jetzt wahrscheinlich nirgends mehr da hinsetzen. Da hin. Da hin. Da, da. 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 Und da. Ja, das ist okay. Gut. Okay, da, da. So, das sind erstmal genug Leuchten. Automat, rundes Parkschild, Sitze, Springbrunnen, Weg Mitte. Was ist denn Springbrunnen, Weg Mitte? Ah. Komm, dann setzen wir auch noch dahin. So ein paar Wasserspiele, warum nicht, ne? So. Ja, das reicht erstmal. Jetzt machen wir hier noch. Warum schreibt. Wer hat da gerade geschrien? Und warum? Wir machen noch Erste Hilfe. Und die Toiletten. Die brauchen wir auch. Ja, damit hätten wir unsere erste Attraktion gebaut. Was bauen wir denn noch? Meine sanfte Fahrt. Was haben wir denn hier? Schiefes Haus. Das Gute. Ja, komm. Autoscooter. Warum nicht? Das Coole ist ja bei dem Spiel, dass wir. Das ist ein ganz cooles Feature. Thank you.
dieser Gesichtsausdruck heißt eigentlich nichts Gutes. Wie sitzen hier ganz toll. Simulator. Wo bauen wir den hin? Ach, den bauen wir mal hier hin. Dann geht er noch mal weiter. Und nicht nur alles nach oben. Zack, zack, zack. Ey, was ist denn hier los? Ja, da kann man ja nicht mitfahren. Schade eigentlich. So. Das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Ja, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Minuten der Aufnahme ich schon bin. Ich mache einfach nochmal einen Augenblick. Und in der nächsten Folge seht ihr dann, wie ich mein. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Wie konnte ich denn nochmal. Genau so. Und in der nächsten Folge werden wir. Oder ich. Eine Achterbahn bauen. Mal gucken. Am besten. Eine schöne große. Müsste auf jeden Fall reichen. Fertig. So. Eingang. Ausgang. Jetzt bauen wir da die Wege. Ja, perfekt. Perfekt. Läuft. Läuft gut. Den ersten Teil haben wir ja schon mal. Sieht alles noch etwas kahl aus. Hier weiß ich nicht, ob wir uns da mal ranwagen. Das sind diese Häuser, die man bauen kann. Habe ich noch nie ausprobiert. Naja. Na, wir haben da noch ganz viele tolle Sachen, die man bauen kann. Mal gucken, ob wir das verwenden. Weil man hat auf jeden Fall viel, 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 was man bauen kann. Ich meine, das ist jetzt nur hier dieses, wenn man jetzt alles öffnet, kann man komplett hier wirklich einiges bauen von Dinosaurier-Skeletten über Dinosaurier, sich bewegende Dinosaurier oder irgendwie so Würmer, die sich irgendwo langschlängeln. Zwei Grabsteine, Zombie-Hände, Mammut. Also schon ganz cool. Und hoppala. Ja. Ja, für die erste Folge etwas unspannend, weil, wie gesagt, man muss ja auch erstmal anfangen. Und die interessanten Dinge kommen noch. Wenn man das überhaupt interessant findet, dieses Spiel, weil es gefällt ja jetzt nicht jedem. Ah, wir haben hier jetzt noch a generic shop front which can sell items from other stall types. Okay. Mhm. Dino-Masken, Bekleidungs... Ach, wir bauen doch jetzt gerade mal schnell hier so ein Ballonstand da. Klatschen wir daneben noch hin. So, dann war's das für die erste Folge. Und, ja.
Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wird's spannender, weil dann fangen wir an, Achterbahn zu bauen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.